Guten Morgen. Mein Schlafsack hat ein Loch und deswegen waren im ganzen Pulli so Daunen verteilt. Ja, wie hier in meinen Haaren auch. Überall flogen die rum. Und ich habe jetzt das Loch gefunden, was nicht wirklich schwer war. Es ist nämlich richtig groß. Ich zeig's euch. Moment. Hier. Also echt nicht klein. Und jetzt versuche ich das mal zu nähen. Mal gucken, wie gut das klappt. Mit geübten Handgriffen. Stunden später war sie immer noch nicht fertig. Wenn das mal kein Meisterwerk ist. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange es hält. Hello, wir sind gerade auf dem Campingplatz gefahren und haben auch schon angefangen zu spülen und so. Hier bald keiner da, Rezeption öffnet erst um 16 Uhr und wir haben uns gedacht schon, boah, wie schön, guck mal hier hinter uns, mega der schöne See und alles und wir ganz alleine auf dem Campingplatz, voll perfekt. Ja, und jetzt kam eine Frau und meinte, der Campingplatz ist schon geschlossen und ja, dann habe ich jetzt erstmal ein bisschen mit der verhandelt, jetzt dürfen wir noch hier bleiben zum Kochen und Essen. Konnten unsere Sachen immerhin waschen und ich konnte meine Kamera aufladen und dann müssen wir wieder fahren. Mmh. Oh, es ist so schön hier, sogar mit Sand, Strand. Richtig geil. Eigentlich müsste man reinhüpfen, aber es ist schon ziemlich kalt. Ich habe sogar die Daunenjacke an. Und hier hätte man auch Boot ausleihen können und alles, wenn es denn offen gewesen wäre. Schon kalt. Egal, wir ziehen uns jetzt um und springen rein. Boah, das war eisig kalt, aber mega geil. Papa ist gar nicht mit reingekommen. Oh Mann, ich muss dich schon abtrocknen. Hello. Boah, es ist so ein Glück, dass der Campingplatz zu war, weil wir haben hier den schönsten Platz überhaupt gefunden. Es ist so schön und so am Arsch der Welt im Nirgendwo. Also wir sind hier erstmal 3 Kilometer durch die Pampa gefahren, durch so einen richtig kleinen Schotterweg. Da mussten wir hier zweimal durch so ein Tor öffnen und wieder schließen, weil die Kühe hier halt frei rumlaufen teilweise. Und es ist so geil. Hier steht der Bulli da. Da haben wir Toilette und ganz viel Holz und eine Axt. Da können wir uns Feuerholz fertig machen. Und hier ist eine Feuerstelle. Und hier ist so ein Häuschen wieder, in dem man auch übernachten kann. Aber das brauchen wir ja nicht. Wir haben ja den Bulli. Hallo. Na? Auch mega cool. Wir sind hier einfach direkt am Wanderwegenetz. Also hier ist das Tor und da geht's los. Ja, und da werden wir gleich wandern gehen. Papa ist gerade Wasser holen da hinten. Ich dachte, ich gucke jetzt mal, wo er bleibt und ob er Wasser gefunden hat. Ach, da kommt er schon. Und? Warum? Wasser. Hast du Wasser? Ja. Super. Ich zeig dir mal, wo es ist. Oh, wie cool. Man muss lange pumpen, bis überhaupt was kommt. Da kommt das Wasser. Yeah. So. Kaffeezeit. Gemütliches Kaffee trinken. Ja, echt wunderschön. Eine Blindschleiche. Ich will auch mal fühlen, wie die sich anfühlt. Ach, krass. Okay, komm zurück. Das verlängert die ganze Geschichte natürlich. Voll der verwunschene Wald. Ein Zauberwald.
Aber es ist so wunderschön und die Sonne scheint. Aber es ist echt richtig Moor hier. Also man sollte nicht runterfallen. Yay, ich glaube, jetzt haben wir es. Sieht gut aus. Ja. Hallo. Hallo. Eigentlich Gitarre und ein Bier. Gitarre und ein Bier, finde ich auch. Wind Nordoststadt, Bahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Der nasse Asphalt bebt wie ein Schleier, staubt der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, darunter verborgen, unter Würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich sehe ihr noch lange nach, sehe sie die Wolken erklimmen, dann sind sie grau verschwunden. So, haben wir aber ein schönes Feuerchen gehabt. Mhm. Aber echt. Jetzt sehen wir aber nichts mehr.